Hey Leute, willkommen zum ersten Let's Play auf meinem Kanal. Ja, lange ist es her seit den letzten Videos, aber jetzt werden wieder regelmäßig News-Videos zu Battlefront kommen, als auch Let's Plays zu Battlefront 2 und sehr wahrscheinlich auch zu Fallen Order. Und wir spielen jetzt eine Runde Helden Showdown. Finde ich persönlich ist von den beiden Helden Modi der bessere, weil obwohl die halt eben das Zielsystem abgeschafft haben, finde ich dennoch, dass es immer bei Helden vs. Schurken ziemlich chaotisch hergeht. Da finde ich den Modus ja einfach ein bisschen besser, ein bisschen taktischer. Macht mehr Spaß. So, komm schon, den kriegen wir noch. Jawohl. Sehr schön. 1-0. Guter Start schon mal. Nehmen wir Hanzo. Solo. Dann nehmen Lando. Ja, und da ich das Spiel mittlerweile ja sowieso wieder spiele, habe ich mir gedacht, kann ich das Ganze auch einfach aufnehmen und kommentieren. Er hat ja doch gar nicht an Solo genommen. Ihr habt auf Bespin viel Leid verursacht. Augen auf! Kölnis hat näher gesehen. Er hat sich gegen uns gewandt. Jupp, einer weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hoffe, die stunt mich jetzt nicht. Jawoll! Sehr gut. Nehmen wir jetzt aber Han Solo. Was Glock? Oh, General Grievous. Oh, und Darth Maul. Könnte schwierig werden. Ich snipe die Frau. Tja. Erstmal weggesniped. Zack. Wo willst du denn hin, Grievous? Oh. Boah. Ja, hatte ich total vergessen gehabt. Oh. Sieht schlecht aus für Yoda. Sieht sehr schlecht aus für Yoda. Das war's mit Yoda. Ja, nehmen wir nochmal einen Solo. Ja, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, was ich besser machen könnte, lasst es mich gerne wissen. Hans. Ah, ich verstehe es nicht. Manchmal werden die. Der Schurke Solo nimmt nicht länger am Kampf teil. 2-2. Was ich sagen wollte, manchmal werden die durch die Detonierladung einfach total weggeworfen auf dem Boden und man kann die nur ein bisschen abschießen. Manchmal einfach nicht. Schon ein bisschen blöd dann für einen Blasthelden, der sonst dann im Nahkampf nicht viel gegen Lichtschwerthelden machen kann, wenn seine Fähigkeiten dann nicht vernünftig funktionieren. Na gut, entscheidende Runde.
schauen, was wir machen können. Als hat er angenommen. Hey. Schön ein bisschen Splash Damage machen. Für Vader. Hälfte des Lebens einfach weg. Ich seh dich. Zack, ist der erste schon mal weg. Okay. Hat die denn schon ihren Druiden irgendwo aufgebaut? Macht die jetzt bestimmt, oder? Ja. Jawohl, haben wir doch noch gewonnen. Sehr gut. Ja, ich glaube, die Runde war jetzt ein bisschen kurz, wenn wir direkt noch ein zweites Match Helden-Showdown hinterherlegen. So, dann spielen wir jetzt nochmal auf der hellen Seite. Nehmen wir jetzt mal Luke. Wir spielen, glaube ich, auf Endor, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Endor Forschungsstation. Ich bin schon unterwegs. Gut zu wissen. Schön paar Lecks. Bis alle Leichen vollständig entfernt wurden. Wie der Boss da gerade angesprungen kam. Komm schon, Kylo, komm. Boah, der hat Boss gerade mir aber richtig gerade einen Headshot gegeben. Muss ich aufpassen, muss ich mir merken, dass da dem seine Minen liegen. Anakin, kannst du mir helfen? Erstmal raus aus der Deoxys-Wolke. So, jetzt komm. Ja, sehr gut. Ja, komm, nehmen wir nochmal Hahn, gucken wir, ob wir diesmal ein bisschen besser mit dem spielen können. Ihr dachtet, ich würde weg? Genauso wie eben. Eben habe ich auch Han genommen und dann auch gegen Darth Maul und Grievous. Total verkackt. Wo sind die denn beide? Ja, kriegst du erstmal hier schön schöne Sprengladung ins Gesicht. Nice, Stufenaufstieg. Hey. Ah. Alles eine Frage des Timings. Wir haben mich nicht umsonst zum General gemacht. Und dann nehmen wir zur wahrscheinlich letzten Runde jetzt noch Lando. Schon wieder? Warum schnappt ihr mir den immer weg? Hm.
Ah, der Splash-Damage, von dem seine Armbrust sicher ist, ist schon echt hoch. Ja, okay, aber hat sowieso jetzt all wieder sein Leben regeneriert, von daher. Ja, die warten jetzt. Würde ich sagen, pushen wir mal ein bisschen. Da bringt der Block auch nicht so viel. Ich hoffe nur, jetzt kommt gleich nicht wieder Darth Maul von irgendwo her. Und macht mich fertig. Wie Spieler beschädigt, aber kein... komm schon, roll dich weg. Ich will meine Granate einsetzen. Fähigkeit aktivieren. Ah, der hatte keine Ausdauer mehr. Was? Wie, schon wieder? Was ist denn da los? Warum hat denn schon zum zweiten Mal mein Sprung nichts gebracht? Aber er hatte noch 21 Leben gehabt. Das sollte Lando ja jetzt wohl schaffen. Okay, Darth Vader hat wieder mehr als die Hälfte seines Lebens. Komm schon, Lando. Ne, lag ich wohl falsch, war doch nicht die letzte Runde. Oh. Was war das? Ne, war nochmal Chewbacca. Ich sehe einfach durch den Nebel gar nichts. Aber die haben ja beide hier ihre Wärmesicht da. Hä? Was war das denn gerade? Wieso? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Okay, ich denke, man kann jetzt fast mal pushen, aber was ist mit Boss da gerade passiert? Hallo? Scheiße. Was habt ihr denn da? Auf die draufgesprungen. Ja, ich würde sagen, das schließt die erste Let's Play-Folge ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.